sehr viel stark psorische Anteile bei diesen Mitteln, syphilitisch und tuberkulnische. Indikation ist die Indikation, wo es indiziert ist, meistens bei Blutungen, ob es Nasenblutung oder Unterleibsblutung, die Darmblutungen, innere Blutungen oder einfach Perforation von Darm. Blut, Husten. Ohrenbeschwerden, starke, ob schwerhörig oder zu viel Wachs in den Ohren, dass die Fabrik ist 24 Stunden schafft, zu viel und wird zu hart, bedeutet steinhart. Das kann auch manchmal Grund geben, dass es blockiert die ganze Hörgang und Menschen hören schlecht. So, das ist auch ein Faktor bei Elaps, dass diese steinharte Wachs das blockiert. Nicht nur das, aber auch. Zwischenblutungen bei Frauen. Sinusitis. Chronisch. Lippe hat es geprüft und sagt, es stinkt von der Nase. Bei den Kameraden, bei den anderen, es hat gestunken von der Nase, dass sie könnten kaum dabei sitzen. Wertvoll bei Lungenentzündung oder Pleuritis bis Tuberkulose, Darmkrebs, rheumatische Beschwerden und so weiter. Ein paar Leitsymptomen. Eine ist eine ausgeprägte Horror von Regen. Horror, Angst. Es ist erschreckend. Regen schauen, Regentropfen hören, ist das alles in Panik. So, einmal sieht man Lysin Wasser anschauen, Angst. Dann sieht man diese Glanz auf dem Wasser, die Wellen, provoziert Epi-Anfällen, Stramonium, Belladonna, Lysinau. Aber Angst, aber hier ist Angst von Regen, okay? Nicht Wasser, nicht Hydrophobie, sondern Regenangst. Und keine private Interpretation, okay? Privat, persönliche, zu Hause. Hm? So werden Bücher nicht geschrieben. Es ist nur ein Unterschied, habe ich gezeigt. Aber sagen Sie nicht, weil er von Regen Angst hat, könnte er auch Angst haben von Wasser. Das sind zwei verschiedene Rubriken. Okay. Jetzt Patient. Wie sieht Elaps-Patient aus? Scheu, ängstlich, introvertiert. Gesicht, fleckenweise rot, so rote Flecken, verschiedenes, so wie Dalmatino, so rot. Oder, zweite kann es geben, rote Wangen, ganz rote Wangen, so zwei Tomaten, Cherry-Tomaten. Angst, allein sein. Will nicht reden, will nicht gefragt werden, nicht gerne. Und
Und sie haben eine innere Unruhe, sehen Sie auch, dass sie oft aufstehen und sich bewegen. Sie sind gezwungen zum Aufstehen und Bewegen. Da erinnert man auch an Arsen. Was fehlt hier, gerade wenn wir so viel gesprochen haben, ist die Stöhnen von Arsen, die Jammer von Arsen. Das ist nicht da. Einfach, sie sind still, schweigen, zurückgezogen und unruhig innerlich. Okay? Das sind Leute, die wir nicht gerne haben, City Life. City Life. Verstehen Sie City? Stadtleben. Sie wollen irgendwo herausziehen im Dorf oder Land. Dorf sind auch keine Dorf mehr geblieben jetzt. Wissen Sie, Bar ist auch ein Dorf gewesen. Sehen Sie Bar jetzt. Man weiß nicht, welches Bar, welches Zug, oder? So nicht. Er will im Land irgendwo und weg. Das ist eine Art von Flucht von so vielen Leuten rundum. Diese Bewegung rundum, sie vertragen nicht. Aber sie stehen in einem Klemme. Das ist ein Wunsch. Wenn sie reden, fragen, oh ja, mein Wunsch wäre, aber es ist ihnen schlimmer alleine. So, ich habe Mitleid bei solchen Leuten, dass sie widersprüchliche Modalitäten haben. Wunsch, aber nicht erfüllt. Weil bald sie alleine sind, es ist schlimmer. Sogar, es ist wie Konium. Sie vermeiden Augenkontakt mit Leuten. Solche Leute sollte man nicht im Staat finden, aber sie haben Mühe, weil sie sich zurückziehen, alleine sind, denn es ist ein Horror. Schlimmer. Bedeutet nicht, es geht ihnen besser in Gesellschaft. Es ist nur, dass es noch schlimmer wird, wenn sie alleine sind. So, diese Verlangen nach Gesellschaft ist relativ. Bedeutet, weil es schlimmer ist, wenn sie alleine sind. Man kann nicht deutlich sagen, es geht ihnen besser, sie sind gesellige Leute und sie lieber gerne haben Gesellschaft. Aber weil es ihnen schlimmer ist alleine, dann sagt man, okay, dann lieber Gesellschaft. Wir haben solche Vicunium erwähnt, Argentum nitricum auch. Arsen auch. Arsen hätte lieber alles weggeschmissen, oder? Mit Ärger. Ärger. So geärgert. Leute machen alles schmutzig. Leute stören meinen Plan. Leute, aber sie haben gesehen, es wird ihnen schlimmer, wenn sie alleine sind. So, sie müssen jemanden rundum haben. Was passiert, wenn ich nicht mehr atmen kann? Wer gibt mir die Sauerstoffflasche? Wer kommt und ruft die Arzt? So, es ist Nützer, es ist mehr psorisch, weil ich es brauche. Aber die innere Bedürfnis wäre, weg damit. Sie sind, Arsen sind geärgert über alles. Alles, was sie tun, ist doch falsch. Bedeutet, wir ärgern Arsen-Typ ständig. Sie laufen falsch, sie kochen falsch, sie putzen falsch. Sie sind eine falsche Bombe, eine falsche Mücke, oder? Aber bleibst du doch da, weil es mir schlimmer wird. So ist es. So, die Verbindung mit diesen Sachen sollte man ganz klar verstehen. Was sie geben, gar nicht. Sie nehmen. These are the sweet mosquitoes. Who bite you, but they are... okay. Kalium carbonicum schauen. Alleine, schlimmste, wenn jemand da ist, beleidigt ständig. Das ist im Rubrik, im Repertorium.
Schlimmer allein, aber wenn Leute Gäste zu Hause sind, dann beleidigt sich, missbehandelt sie ständig. Leute mehrmals aufgestanden sind mit dem Verhalten von ihr. Aber sie hat Schiss mit Alleinsein. Widerspruch, oder? Palladium ist auch eine. Palladium ist die andere Element. Palladium, immer bestätigt haben, was sie sagt. Stimmt es, oder? Stimmt es? Bis sie Kopfweh wegen ja, ist sie unsicher. Sie müssen ihr ein paar Medaillen schenken, jedes Mal. Stimmt es? Gut, oder? Ganze Hobbys, wie hole ich heraus eine Bestätigung? So. Arrogante. Ferrum metallicum, ich habe immer recht. Ferrum metallicum sollte man auch immer wieder unterscheiden zwischen Sulfur und Ferrum metallicum. Arroganten. Ja, sowieso bist du. Gar nicht, oder? Ohne mich. Ja, ja. Das Ferrum. Nur rohe Tomaten essen und einfach Alkohol trinken, rote Wangen und immer alles schmeißen. Ja, ja. Das Ferrum. Deshalb, Gott macht einen Schulterschmerz bei ihm. Deshalb hat er Periarthritis, oder? Langsam wird er steif, dann geht es weiter. Ja, schaut von oben und sagt, ja, stimmt's jetzt? Ja? So, diese ganze Sachen mit Menschen, Menschentypen, wie sie verhalten, wieso sie sich so verhalten, hat einen Grund, eine Bedeutung dahinter.